Harry Jung vom VfL Frohtheim. Für dieses erste Achtelfinale. Ab jetzt ist Schall und Rauch. Was so passiert ist, ab jetzt geht es bei Null los. Und der VfB Stuttgart kann den Hamburger Sportverein ohne weiteres jetzt aus dem Turnier kicken. Trotz einer ungeschlagenen Vorrunde. Also, wir sind sehr gespannt auf dieses Duell zweier sehr, sehr erfolgreicher Fairway Cup-Mannschaften in der Vergangenheit. 4 Finalteilnahmen für die Kölner und Stuttgarter. 2 Siege für den 1. FC Köln, der Titelverteidiger. Ach, Entschuldigung, was erzähle ich denn hier? Hamburger Sportverein, das war noch die Folie von eben. Also der HSV 3-mal im Endspiel gewesen, die Stuttgarter 4-mal. 2-mal hat der HSV das Ding gewinnen können, die Stuttgarter 3-mal. Das ist, wenn sich die Spielpläne innerhalb von 120 Sekunden ergeben. Beide aber mit ihrer 18. Teilnahme bei der 21. Veranstaltung, also wirklich große Fairway Cup Tradition. Auch schon tolle Namen hier gewesen. Hamburger SV, Jan-Fiete Arp hat hier gespielt 2016. Alex Meyer war hier. Mustafi, der Weltmeister 2008 hier gewesen in Lübeck. Levin Öztunali, der Enkel von Uwe Seeler, 2011 auf der Platte gestanden. Und natürlich Jonathan Tah, der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen, hier in Lübeck gewesen. Während jetzt die Stuttgarter sich Richtung Tor der Hamburger aufmachen. Aber auch der VfB, vor allem Keeper. Loris Karius war hier in Lübeck 2009. Bernd Leno 2008, Sven Ulreich 2003 und 2004. Also 3 großartige Torhüter für den VfB hier gewesen. Aber auch Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Timo Werner. Sie alle schon hier auf der Platte gestanden. Also die Stuttgarter, wie man es kennt, mit einer unglaublich hohen Durchlässigkeit zwischen Amateur oder zwischen Jugend- und Profibereich. Also 0-0 noch ausgeglichen dieses Spiel. Hamburger ja mit der Doppelbelastung. Große Möglichkeit hier für Max Marie. Eben gerade gespielt und jetzt schon wieder am Berg. Haben dafür den Vorteil, am längsten Pause zu haben, wenn es dann in die Viertelfinals geht. 4 Sekunden waren abgelaufen. Dean Savic nicht schnell genug in der gegnerischen Hälfte. V-Spiel gut gesehen, mit den Armen gearbeitet. Foul von Elisio Wiedmann, der Nummer 9 vom VfB Stuttgart. Jetzt schon wieder am Attackieren. So, tiefer Ball in die Spitze. So, klasse gespielt, Abschluss. Knapp über das Tor. Stuttgarter ja ein großes, großes Offensivproblem hier in Lübeck. In 4 Spielen erst 3 Turniertreffer erzielt. Das ist in der Halle einfach viel, viel, viel zu wenig. Hatten in den letzten Spielen immer einen ganz guten Ansatz, aber haben es nie sauber zu Ende gespielt bekommen. Wieder Savic, machen viel über den Keeper, aber dann diese Verarbeitung und Zuspiele. Der Ball geht an die Latte.
Immer wieder unsauber. Leicht den Rücken, leicht zu weit nach vorne. Dann die Ballverarbeitung schwach. So, jetzt mal. Kann eine Überzahl werden, weil zwei Hamburger hinter dem Ball sind. Und jetzt treffen sie. Das muss aber auch ein Tor werden. Jan-Carlo Simic, klasse, rausgespielt. Das war das Entscheidende. Und dann ging es mit 4-2 in die doppelte Überzahl. Also, Führung für die Schwaben. Der Tabellenletzte der Vorrunde. Aber noch Zeit genug. Spielzeit jetzt ja erhöht auf 15 Minuten in den K.O.-Spielen. Und hier sehen wir nochmal den Treffer. Da macht das richtig, wenn er nicht attackiert wird, selber schießen. Keine Chance für Böhmka, dem Nationalkeeper. Auf Abruf gewesen, auf der Abrufliste für das Trainingslager in La Manga. Fast hier wieder der Ball gewinnen. Ich glaube, die Hamburger werden hadern. Sollten sie wirklich ausscheiden mit der Spielkonstellation? Belastung schon sehr, sehr hoch. So, nächste Möglichkeit für die Schwaben. Klasse rübergelegt. Den darf man machen. Nathan Winkler. Große Möglichkeit. Ja, Ball war nicht freigegeben. Beziehungsweise war eh auf Abstoß entschieden. Von Christoph Gerling. Also Riesenmöglichkeit gerade zum 2:0. Dann wäre die Aufgabe auf jeden Fall schon knifflig geworden. Also Stuttgart wie zuvor mit viel Kontrolle. Ballbesitzzeiten hatten sie auch schon in den Spielen davor. Da allerdings ohne die große Torgefahr. Maximal ein Tor pro Spiel erzielt. Davi hat schon 10-mal geklingelt im Kasten der Stuttgarter. So, 4 Sekunden waren, glaube ich, abgelaufen. Deswegen Freistoß für die Hamburger. Christoph Gerling. Mit der Stoppuhr. Eine Regelkunde, also indirekter Freistoß. Trefferwahrscheinlichkeit schon hoch. Gute Distanz. Hier sehen wir es perfekt. Rechts und links, eine Menge Platz. Kriegen sie es platziert? Nein, geblockt. Gut verteidigt von den Hamburgern. Angstfrei in die Kugel geschmissen. So, Stuttgart nimmt wieder Tempo auf. Abschlussversuch geblockt. Hamburg kommt nicht so richtig in die Offensive. Nächste Möglichkeit, da verpasst er den Moment des Abschluss mit dem Abpraller. Aber die Möglichkeit für Nico Engel, vorher Yannick Mallet. Ball geklärt. Also, der HSV kommt nicht richtig vors Tor. So, Wechsel jetzt bei den Hanseaten. Frischer Wind. Und da sind starke Spieler drauf. Die 15, Cissé, Madoff 8. Aber auch der kleine Lenny Kufrin. Gestern starke Auftritte gehabt.
Cissé scheitert hier. Aber stark geklärt von Tommy Nguyen. Nguyen. Stark den Körper reingesetzt, aber Stuttgarter Spieler behauptet sich da am Langpfosten, Nico Engel. Und versenkt das Ding zum 2:0. So, hier setzt er sich durch, zieht direkt ab mit ganz viel Geschwindigkeit. Also 2:0, 5 Minuten noch. Es wäre noch genug Zeit, aber es wäre eine fette Überraschung. HSV 3:1 gegen Mainz, 4:0 gegen Wolfsburg, 2:1 gegen Gladbach, 2:2 gegen starke Kölner. 10 Punkte, 4 Spiele. Stuttgart hatten einen einzigen, 1:1 gegen Hertha, ansonsten gegen Bielefeld, Düsseldorf und Wolfsburg jeweils verloren. Es ist dieser verrückte Modus. Du kannst hier nichts kaufen. Wieder weit weg von Torgefahr. Sie bekommen es nicht auf die Platte. Müssen den Druck jetzt erhöhen, die Hamburger. Dann Foul hier gut gelöst an der Bande. Foulspiel an Emanuel Appiah. Minuten 40. Hamburg braucht den Anschluss. Wieder geblockt. Verteidigen das jetzt gut. Verteidigen es massiv. Die Schwaben. Jetzt der Treffer für Hamburg. Und jetzt wird spannend. Das dürfte Appiah gewesen sein. Emanuel Appiah. Mit dem Tor für die Hamburger. 1:2. Wir standen drauf, wunderbar zurückgelegt, direkt abgeschlossen ins lange Eck. Zur Führung. Zum Anschluss, Entschuldigung. So, nächste Freistoßmöglichkeit für die Schwaben. Oh, die schon wild machen immer wieder. Recht, 9 Zuschauer, sollte es unentschieden stehen nach 15 Minuten, würden wir direkt in einen 9-Meter-Schießen übergehen. Das war ganz knapp. So, jetzt gibt es die Möglichkeit. 2 Stuttgarter so gut wie hinter dem Ball, aber wieder nicht zielstrebig genug. Genau genug gekontert. Ballbesitz Stuttgart. Sieht noch nicht so nach Schlussoffensive der Hamburger aus. Letzter Mal der Wechsel.
1,50 auf der Uhr. Sie brauchen ein Tor. Ansonsten scheiden sie direkt mit der ersten Niederlage aus dem Turnier aus. Hier etwas heftigeres Foulspiel. Gibt noch 2 Minuten gegen Stuttgarts Nico Engel. Also Überzahl nochmal für die Hanseaten. Das jetzt gut ausspielen. ...1,30. Ball und Gegner laufen lassen. Überzahl schaffen. Und dann die Möglichkeit, das Tor zu erzielen. Das ist blind. Die müssen Fußball spielen. Sie haben die Überzahl. Die haben jetzt alle Möglichkeiten. In die letzten 70 Sekunden dieser Partie. Tempo hochhalten, Fußball spielen. Fast die Entscheidung. In Unterzahl. So, auf geht's jetzt. Hamburger SV. Gibt es hier noch den Ausgleich? Gibt es das erste 9-Meter-Schießen? Ball zurückgelegt. Jetzt die große Möglichkeit. Und dann ist der Ball im Tor. Das 2:2 durch Jonas Dürr. VfB darf auffüllen. Wir haben Stand jetzt das erste 9-Meter-Schießen. Aber Stuttgart macht wieder Druck. 30 Sekunden, Zeit genug für ein Tor von einer der beiden Mannschaften. Also Hamburg springt hier dem Ausscheiden nochmal von der Schippe. Schussversuch, so Savic, 13 auf der Uhr, langer Ball nochmal. Duell an der Bande. 7 Sekunden. Sie müssen ihn einfach nur noch wegverteidigen. Dann ist das 9-Meter-Schießen erreicht. Das war's. Wir haben das erste 9-Meter-Schießen. Kurz vor Ende rettet sich der HSV da rein. Wir sind gespannt, wie das Ganze ausgeht. Also gleich der erste große Spannungsmoment. Christoph Gerling, Christian Westermann gerade bei den Teams. Wird gerade nochmal Regularien erklärt. Meines Wissens 3 Schützen pro Team. Steht es dann noch? Schützenvergabe läuft noch. Haben auch das Duell der Keeper Savic gegen Böhmka. Die Vereine. So wie es aussieht, beginnen die Stuttgarter. Also Böhmka, der Keeper der Hanseaten, Nationalspieler auf Abruf gerade gewesen.
aber auch Dean Savic mit starken Leistungen im Turnierverlauf. Immer wieder auch eingebunden ins Spiel der Stuttgarter, also einer der auffälligsten Akteure. Wer zieht ins Viertelfinale? Das 33. Spiel des diesjährigen Freeway Cups. Beschert uns das erste 9-Meter-Schießen. So, der Mann, der das überhaupt ermöglicht hat, ist Jonas Dürr. Der tritt an gegen Savic. Dürr trifft. Savic war dran mit den Fingerspitzen. Also Pflicht erfüllt. So, Schütze. Yannick Malé für den VfB Stuttgart gegen Finn Böhmker. Böhmker auch dran, aber Malé verwandelt. Ja, du brauchst aus 9 Metern vor allem Geschwindigkeit. Dann wird es für die Keeper schon extrem schwer. So, nächster Schütze für den HSV. Milad Nejat Haylor. Gegen Savic. Haylor trifft ganz sicher zum 4:3 für Hamburg. So, nächster Schütze für die Stuttgarter. Nathan Winkler, auch er schon als Torschütze erfolgreich. Gegen Böhmker. Böhmker hält sogar fest. Und Hamburg hat die Tür zum Viertelfinale ganz weit aufgestoßen. So. Emanuel Appia kann es nun klar machen. Vermeintlich. Der schießt auch. Savic hält den VfB im Rennen. So. Der Mann, der die 2 Minuten bekommen hat. Nico Engel tritt jetzt an. Und kann den VfB zurück ins Turnier schießen. Zum Ausgleich. Langer Anlauf und ganz platziert. Vier, vier. Geht also weiter. Und Organisatoren natürlich ein Horror für den Zeitplan. So, Max Marie. Trifft. Entschuldigung, das war Luka Butkovic. Aber jetzt wieder Druck im Schuh für Niklas Ambrosius. Trifft er nicht, steht der HSV im Viertelfinale. Er trifft aber. Ambrosius, bockstark. So. Nächster Schütze für die Hanseaten. Jetzt kommt der von mir geforderte Max Marie. Für den HSV. Rüber. Latte und rüber. So, Savic will unbedingt schießen. Savic will es jetzt selber klar machen. Also, wollte unbedingt, hat dann Spieler weggeschickt. So, macht er alles klar. Nein, verschießt. Und das sind hier schon die ersten Emotionen vom HSV. Savic, Dean Savic. Wollte unbedingt, weiß ich so sicher.
Also, die beiden machen es hier ganz besonders spannend. So, Savic. Jetzt der nächste Schütze vom HSV. Verzögert. Und Savic macht den Fehlschuss wieder gut. Oh. Warum nicht durchziehen und mit Vollgas aufs Tor? Schwacher 9 Meter. So, VfB im Viertelfinale. Was für ein Drama. Also der VfB Stuttgart, nach dem letzten Platz in der Tabelle sind sie weiter. Der HSV schaltet nach einer herausragenden Vorrunde aus dem Turnier aus. Und sie wissen noch gar nicht, glaube ich, was gerade passiert ist. Irre. Das ist der Privy Cup Modus. Also, danke an den HSV für den tollen Auftritt. Wir machen gleich mit der nächsten Partie weiter und pusten gerade durch.